sehr fokussiert. Auf die Plätze! Wo geht die Reise hin dieses Jahr? Corinna Schwab, eine erste Standortbestimmung. Auf geht sie, die Wilde hat zwei Runden sind es hier in der Chemnitzer Halle, zwei Runden sind es in den meisten Hallen. Das sieht gut aus. Ja, das macht sie sehr, sehr schön. Riesenschritte, so soll es sein. Also ein ungefährdeter Sieg wird das hier auf jeden Fall. Die Frage ist, bleibt die Lockerheit auch auf der Gegengeraden? Sieht so aus bis jetzt. Einmal noch in die enge Kurve. Wie sehr steckt ihr dieser 300 Meter deutsche Rekord in den Knochen? Die Trainer haben es ja so gewollt. Die Belastung, Spitzen setzen, mehr Intensität. Was kommt am Ende raus hier? Boah. Eine Zeit unter 52 Sekunden. Das ist Wahnsinn. Das ist doch ein super Ausrufezeichen und da strahlt sie auch. Da ist sie zufrieden. Da fällt ihr wahrscheinlich auch ein ganz schöner Brocken vom Herzen. Corinna Schwab, die 22-Jährige vom LAC Erdgas Chemnitz, gewinnt hier standesgemäß.